Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start und heute machen wir etwas sehr Interessantes auf diesem Kanal, und zwar eine Reaktion, aber nicht nur einfach irgendeine, sondern wir reagieren auf die Projekt-Openings. Ja, im Vergleich dazu, ihr kennt vielleicht Animes, vielleicht sind ein paar von euch Anime-Fans sogar, da gibt es ja immer das gewisse Anime-Opening zu jedem Anime. Ja, ich kann gut erklären. Jedenfalls dachte ich mir, es gibt ja ein Projekt-Opening zu der YouTuber-Insel 2 und zu Helden. Und deswegen möchte ich mal auf beide reagieren und dann am Ende erfahren, okay, was ist von den beiden das bessere Projektopening? Schauen wir uns das Ganze an. Als erstes haben wir direkt hier mal Helden, weil das das aktuellste ist, von Tsukian und Yami. Wer das noch nicht gehört hat, hören wir jetzt zusammen das erste Mal an. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und gehen da jetzt erstmal direkt rein. Was geht ab? Beat ist so mäßig. The Weeknd, Synthwave, 80er, 90er Style. Das macht schon mal gute Laune. Was geht ab? Wir sind wieder mal jetzt am Start. Minecraft-Helden kämpfen tapfer bis zum allerletzten Schlag. Ja, mein Bruder Erweif ist nie allein. Die Zeit ist reif für groß und klein. Stani ist radikal am Schein. Also ich weiß nicht, das, mir ist schon ein bisschen aufgefallen. Sio hat ja so ein bisschen weniger Lieder so, aber ich finde, er bessert sich von Song zu Song immer mehr. Also, das werden wir vielleicht nochmal später feststellen bei YouTuber Insel 2. Finde ich, ist auf jeden Fall schon die Steigerung da. Und vom Textlichen her, bis jetzt auf jeden Fall perfekt, so was das Projekt betrifft, finde ich mega nice, weil Helden läuft ja jetzt schon seit 2 Wochen oder sowas in die Richtung. Also, da ist auf jeden Fall schon mal gut Inhalt geboten, was ich richtig nice finde. Und was ich sagen muss, vom Flow-Technischen und Beat-Technischen ist schon mal auf jeden Fall sehr, sehr strong. Deswegen gehen wir weiter. Okay, build up, let's go. Ja, das ist stark. Das ist stark, das ist stark. Der Übergang zu der Hook. Definitiv extrem stark gemacht auch. Und ja, wie Seitenstieg, perfekt. Also, mega, mega stark. Und die Animation ist richtig gut gekocht. Ich mach mal hier auf UHD. Also Animation, Visuals, Effects, wirklich richtig krass gekocht. Also da wurde er auf jeden Fall nicht gespart an der Produktion, sage ich mal. Also wirklich top, top. Boah, hier gefällt mir so richtig Kians Part, wie er auch so ein bisschen in diesem Double Time drin ist. Und im Hintergrund hört man den Beat mit dem Synthwave, mit diesen kleinen High Notes, die so im Reverb ein bisschen ausfaden. So feier ich, also auch von der Geschwindigkeit von dieser Melodie. Ihr müsst mal da ganz genau auf den Hintergrund achten. Das gefällt mir richtig gut gerade. So der Double Time gemixt mit diesem Synthwave. Hört ihr das? Leute, Gardenergy hat einfach keine Augen. Was ist da los? Er hat einfach geschlossene Augen. Energy, hey! Stark, stark, stark. Oh, krass, 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 Junge. Okay. Crazy, crazy. Also der Song holt mich schon richtig krass ab, Freunde, sag ich ehrlich. Also ich muss auch sagen, von der Animation, dass da wirklich auch alle, sag ich mal, Thema sind. Also jede Minecraft-Figur von den YouTuber, die dabei sind, sind ja, glaube ich, 22 oder so. Die kommen ja auch alle richtig schön zu Geltung und man macht da sehr kreative Szenen daraus.
finde ich auch so, dieses Credits-Technische finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das, sage ich einfach mal, die Leute damit reinbringt, sozusagen. Das war jetzt ein bisschen dumm erklärt, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine, ne? Was sind jetzt da gerade alle dabei? So alle in der Harmony? Das ist crazy. Das gefällt mir. Das hört sich schon so an. Geil. Stark. Ja, sind nochmal alle YouTuber. Crazy, also mir gefällt sowieso bei Yami, wie er immer die Harmonien und alles einsetzt. Das muss ich einfach auch wirklich sehr, sehr stark an der Stelle erwähnen. Also was bei Yami betrifft, gefällt mir wirklich, wie er seine Harmonien einfach einsetzt. Das klingt einfach richtig schön. Also Heldensong muss ich auf jeden Fall sagen. Ich gebe meine Wertung erst komplett am Ende an, weil wir hören uns jetzt noch YouTuber Insel 2 an als Projekt-Opener. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt. Also dieses Video ist eigentlich mal von euch Zuschauern auch gesteuert, bei dir in den Kommentaren. Da gibt es dann einen Top-Comment von mir. Welches Lied ihr besser findet, da gibt es dann zwei Emojis, wo ihr dann darunter kommentieren müsst. Dann bin ich da wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Hüpfen wir also rüber zu YouTuber Insel 2 Song. Der Opener auch wieder mit Kian, Yami und Sio. Das heißt, wir haben wieder das Trio. Der Song geht allerdings eine Minute kürzer als der Heldensong. Und er ist schon 9 Monate alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, da können wir auch nochmal die komplette Differenz sehen, von wie die jetzt heute quasi den Heldensong produziert und gesungen haben und wie der YouTuber Insel 2 Song gemacht worden sind. Das heißt, wir sind jetzt in einer etwas Zeitreisengeschichte dabei. Aber ich bin gespannt, wer das Battle hier gewinnt. Entweder der Heldensong als Projektopener oder YouTuber Insel 2. Deswegen, wir gehen rein, Freunde, let's go. Das sind, glaube ich, etwas simplere Animationen. Ja, das sieht man jetzt schon. Also krasser Step-Up zu Helden auf jeden Fall. Ich meine, ihr seht ja jetzt dann gleich hier die Animation. Aber die Animation bei Helden waren ja absolut clean und wirklich sehr, sehr stark auch umgesetzt. Ich wache auf und ich fühle mich in meinem Herz so leer. Von Tag zu Tag wird es nur mehr und mehr. Hey, klär mich auf, ist das ein böser Scherz? Ja. Das ist, was ich meinte. So, ich finde Sue kommt beim Heldenlied nochmal viel mehr aus sich raus. Das gefällt mir sehr, sehr stark. Hier hat man so noch so ein bisschen dieses Rantasten. Ich finde die Stimmlage, die er benutzt, richtig schön. So richtig schöne, warme Stimmfarbe. So, er betont die Wörter richtig schön. Aber man merkt es. Ich glaube, man merkt es sehr stark, dass er bei Helden nochmal sehr aus sich rausgekommen ist, was das Musikalische betrifft. Und das finde ich ein cooler Step-Up. Mag ich. Gefällt mir wirklich sehr. Und da können jetzt wahrscheinlich schon alle mitsingen, oder? Also diese Hook hat schon irgendwie wirklich einen Legendenstatus, gerade auch für das YouTuber Insel 2 Projekt. Das können ja so viele Leute mittlerweile auswendig auch mitsingen. Also das komplette Lied, das ist wirklich, wirklich krass, weil wir veranstalten ja ab und zu Karaoke-Abende bei Tobis Discord oder so. Der nächste wird auf meinem Discord sein. Und da haben auch sehr viele dieses Lied gesungen. Und das ist immer jedes Mal Gänsehaut, gerade auch bei der Hook. Also Yami hat da auch wirklich sehr, sehr geil gesungen. Jetzt kommt Kians Part. Let's go, let's fetz. Ich bin nicht allein, viel zu viele Gegner, doch ich gehe rein. Ich hab es gut dabei, dachte mit der Insel, es ist jetzt vorbei. Doch ich geh meinen Weg, egal wo ich bin oder auch wie spät. Auch wenn die Zeit vergeht, wir sind alle wieder da und ich merke, diese Zeit ist reich. Und jetzt alle! Mit der alten Insel ist es vorbei. Und weiter! Ja, ich kämpfe
Bilder. Und jetzt dreht durch. Nice. Wirklich Gänsehaut eigentlich, ne? Gänsehaut. Ja, okay, Freunde. Da habt ihr es. Das war der Opener von YouTuber Insel 2. Den kannte wahrscheinlich eh schon jeder. Was war total überflüssig. Aber für das Video hier ist es definitiv super wichtig. Jetzt haben wir nämlich beide Lieder einmal, beide Songs. Immer dasselbe Trio, mega, mega geil, mega, also wirklich krasse, krasse Projektopener. Ich finde, YouTuber Insel 2 hat halt einfach schon mal diesen kleinen Legendenstatus erreicht von dem, was es ist. Der Heldensong wird dasselbe 100% erreichen, wenn, vor allem wenn das Projekt dann auch vorbei ist, wenn es den Sieger dann gibt, das wird wirklich krass, glaube ich. Das ist so meine Einschätzung, was das Projekt Helden betrifft. Ich fieber da auf jeden Fall mit. Ich schaue das mir gerne in den Streams an. Bisschen Reaktion darauf. Aber ansonsten, Freunde, würde ich mal sagen, überlasse ich euch komplett die Entscheidung. Was ich zu den beiden Opener sage, die sind für mich beide schon gleich stark. Man merkt halt einfach, Helden, da ist nochmal eine definitive Modernität drin. Ne, weil der YouTuber-Endsaison ist halt einfach schon 9 Monate alt. Da entwickelt man sich über diese ewig lange Zeit auch schon halt viel, viel weiter. Logisch. Okay, das heißt, geht in die Kommentare, schaut euch den Top-Kommentar von mir an und dann beginnen wir das Voten. Und ich bin sehr gespannt, wo ihr sagt, ist der stärkere Projekt-Opener gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, zeigt es mit einer positiven Bewertung und haut die Glocke kaputt oder so oder abonniert. Keine Ahnung.